Heute komme ich mit einem Spezial, nämlich einem Impfspezial. Ich hatte das ja in meinem Wochenvideo schon angekündigt und ich habe heute auch einen Gast dabei, Dr. Jana Schröder, unsere Virologin und Infektionsepidemiologin, ist aus Münster zugeschaltet und wir versuchen das jetzt einfach mal mit unseren technischen Möglichkeiten hier in Interviewform einige Fragen zum Thema Impfung und Impfstoffe zu beantworten. Und erstmal danke ich dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dich dazu zu schalten. Und ich möchte gerne mit etwas Grundsätzlichem anfangen. Diese Corona-Impfungen, schützen die jetzt eigentlich vor dem Virus oder dem SARS-CoV-2 oder schützen die vor der Covid-19-Erkrankung? Die Coronavirus-Impfung schützt vor allen Dingen vor schwerer Erkrankung und vor Tod. Aller Wahrscheinlichkeit nach reduziert sie auch die Übertragungswahrscheinlichkeit, sollte man mal asymptomatisch oder wenig symptomatisch infiziert sein, sodass man das Virus dann auch schlechter an andere weitergeben kann. Aber eigentlich ist ihre primäre Funktion vor Tod und vor schwerer Erkrankung zu schützen. Man hört ja immer von den unterschiedlichen Impfstoffen, also nicht nur von den verschiedenen Herstellern, sondern auch von den unterschiedlichen Wirkmechanismen. Was gibt es da generell für Unterschiede? Und fangen wir mal mit dem einen an. Was ist dieser mRNA, dieser Messenger-RNA-Impfstoff? Was ist das? Im Moment haben wir zwei verschiedene Sorten von Impfstoffen zur Verfügung. Das einen sind die mRNA-Impfstoffe von der Firma Pfizer und BioNTech und die von der Firma Moderna. Und dann gibt es auch noch den AstraZeneca-Impfstoff, der ein Vektorimpfstoff ist. Ich würde einmal erklären, was ein mRNA-Impfstoff ist, also der Pfizer-BioNTech-Impfstoff zum Beispiel. Da wird eine mRNA in einer kleinen Lipidkapsel oder in Lipidkapseln in den Ohrmuskel gespritzt. Und eine mRNA ist im Grunde ein Bestandteil, was wir auch sowieso aus der Zelle kennen. Also was macht eine mRNA sonst? Üblicherweise ist es so, dass der Bauplan für den Menschen sozusagen als so eine Art Handbuch in der DNA verpackt ist. Das heißt, alles, was so eine Zelle wissen muss, ist in der DNA kodiert. Und wenn die Zelle was Besonderes machen muss, also zum Beispiel Gallensaft oder Speichel produzieren, dann wird ein Teil dieser DNA abgeschrieben und wird in eine Botenstoff-RNA, in eine Messenger-RNA also, umgeschrieben. Und die sagt dann sozusagen in der Zelle, jetzt mal bitte Speichel produzieren. Und das ist im Grunde das gleiche Prinzip wie bei dem mRNA-Impfstoff. Da wird eben die mRNA eingespritzt direkt, die dann eben sagt, Zelle, bitte produziere mal kleine Spike-Proteine, die wir ja schon von dem Coronavirus, also wir kennen die ja vom Coronavirus. Und die Zelle lernt die dann eben kennen, indem sie diese Proteine produziert. Und dann startet das Immunsystem, also die Immunreaktion sozusagen, und erkennt diese Virusteile als fremd und produziert dann Antikörper. Und in diesem Zusammenhang werden dann auch noch weitere Zellen produziert, also Gedächtniszellen zum Beispiel, die, wenn das nächste Mal also dieses Virus vorbeikommt, also wenn es zu einer Infektion kommt, dann werden diese Virusteile als fremd erkannt. Und dann kann eben über die Antikörper und über die Gedächtniszellen, die sich das schon gemerkt haben, eine wesentlich schnellere Immunantwort stattfinden. Und damit ist man dann vor Coronavirus geschützt. Okay. Und der andere Wirkstoff, der Vektorimpfstoff, wie funktioniert der dann? Beim Vektorimpfstoff ist es gar nicht so viel anders, wie man vielleicht meint. Da ist die Trägersubstanz eben nicht eine Lipidhülle für die mRNA, sondern ein Vektor. Das heißt, das ist ein abgeschwächtes Virus, was normalerweise ein Erkältungsvirus darstellt, aber das kann es eben nicht mehr krank machend. Und auch in diesem Virus als Träger, also als Vektor, ist eine Information für die mRNA enthalten. Und da läuft es eigentlich genauso ab im weiteren Verlauf, wie es beim mRNA-Impfstoff der Fall wäre. Das heißt, auch da gibt es die Information für die Zelle, produziere mal kleine Spike-Proteine und auch dann gibt es eine Antikörperantwort und eine T-Zellantwort und dann kann genauso die Schutzwirkung ablaufen, wie sie beim mRNA-Impfstoff abläuft. Nochmal zurück zu dem mRNA-Impfstoff, der nun schon etwas länger zugelassen ist. Es taucht ja am Anfang immer wieder diese Frage auf,
verändert der Impfstoff mein Erbgut? mRNA kann nicht in unsere DNA eingebaut oder umgebaut werden. Also ein Grund zum Beispiel ist, dass alles, wofür wir diese mRNA benötigen, ausschließlich im Zytoplasma, also außerhalb des Zellkerns stattfindet. Und die DNA liegt im Zellkern und liegt da auch sehr gut geschützt. Das ist ein Grund. Ein nächster Grund ist, dass die DNA zum Beispiel ein Doppelstrang ist und die mRNA ein Einzelstrang. Das kann man nicht einfach so umschreiben. Und die benutzen auch andere Zucker und andere Aminosäuren. Also es klingt zwar so ähnlich, aber so ganz viel haben die beiden nicht miteinander zu tun. Das kann nicht in das Erbgut eingebaut werden. Außerdem ist es auch so, dass die mRNA relativ schnell wieder abgebaut wird. Man hat bis vor einiger Zeit noch gedacht, mRNA könnte vielleicht gar nicht als Impfstoff gehen, weil es so schnell wieder abgebaut wird. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, die schwimmt jetzt nicht für immer in einem herum, sondern wird ziemlich zügig abgebaut. Und davon abgesehen nutzt auch das echte Virus mRNA, denn das Virus macht ja auch was mit den Zellen. Das heißt, es dockt an die Zellen und gibt seine Erbinformationen, dass es in der eigenen Zelle vervielfältigt wird, auch an die menschlichen Zellen weiter. Und somit ist zwar das Endergebnis ein anderes, aber im Grunde macht das Virus nicht viel anderes, als auch sich selber in der menschlichen Zelle zu vervielfältigen. Eine weitere Frage, die ich schon oft gestellt bekommen habe: Kann der Impfstoff denn sicher sein, wenn der so schnell entwickelt wurde? Es gibt verschiedene Gründe, warum die Impfstoffentwicklung diesmal so schnell ging. Der erste Grund ist, dass man nicht von Null angefangen hat. Also die mRNA-Impfstoffe, diese Technik, war grundsätzlich zum Beispiel schon bekannt von Tumortherapien. Und ein weiterer ganz wichtiger Grund ist, dass auch natürlich das Virus schon bekannt war. Also zumindest so ein ähnliches Virus, nämlich SARS und MERS. Und da wusste man schon, dass man sich mit dem Spike-Protein auseinandersetzen musste. Und das war schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also das wäre der erste Punkt, warum es schneller ging, als komplett von Null anzufangen. Ein zweiter Grund ist, dass natürlich unheimlich viel Geld in diese Impfstoffentwicklung investiert wurde. Das ist ja auch nicht normal, dass so viele Leute Interesse daran haben, so viele Staaten auch, zum Beispiel diese Operation Warp Speed aus Amerika, dass einfach so viele Staaten Interesse daran hatten, einen Impfstoff möglichst schnell zu entwickeln. Und da geht es einfach dann schneller, wenn viel Geld investiert wird. Als dritten Grund ist die Probandenrekrutierung. Die ist üblicherweise auch relativ schwierig, jemanden zu finden, der an der Impfstoffproduktion oder einer Medikamentenentwicklung mitmacht. Hier ist es ungefähr so pro Impfstoff 30.000 Probanden sind es gewesen. Und was auch relevant ist, wir sind ja im Moment oder auch zur Impfstoffentwicklung schon in einer Pandemie. Das heißt, die Leute haben sich auch tendenziell relativ schnell angesteckt, was man ja in diesem Fall positiv findet im Grunde. Wenn man sich vorstellt, man entwickelt einen Impfstoff für Meningokokken, wo Meningitis einfach nicht so häufig vorkommt, dann dauert es einfach relativ lange, bis man vernünftige Ergebnisse für seine Studien hat. Und das ging jetzt eben in dieser Pandemie auch relativ schnell im Verhältnis, weil sich einfach viele der Probanden, also in der Placebo- und der Impfstoffgruppe, auch infiziert haben. Ein weiterer Grund ist, dass die Zulassungsanträge in einem Rolling Review Verfahren gelaufen sind. Das bedeutet, dass man nicht gewartet hat, bis eine Phase der Impfstoffentwicklung fertig ist. Also so eine Impfstoffentwicklung oder Medikamentenentwicklung an sich läuft normalerweise in vier Phasen ab. Die ersten drei Phasen sind die vor der Zulassung, wo man die Dosis testet und guckt, wie die Nebenwirkungen sind. Und dann ist die Phase 3, wo das eben am Menschen ausgetestet wird. Und diese Phasen sind ein bisschen parallel gelaufen und die Begutachtung lief eben auch schon in diesem Rolling Review Verfahren. Das heißt, man hat nicht gewartet, bis alles fertig ist, sondern hat immer nach und nach an die Zulassungsbehörden die Ergebnisse geliefert, sodass die einfach parallel schon da drauf geguckt haben. Das macht man üblicherweise auch nicht. Ein weiterer Grund noch, also der nächste ist, dass die Impfstoffe bereits auf Lager waren, also als die Studien abgeschlossen waren. Das heißt, man hat nicht erst gewartet, bis alles fertig war mit der Produktion, sondern hat irgendwann schon im Verlauf der Produktion angefangen. Im Verlauf der Studien angefangen. Das heißt, das hat das alles unheimlich beschleunigt, aber wir haben ja hier in Deutschland auch keine Notfallzulassung. Das Zulassungsverfahren
hat sich dadurch nicht verschlechtert. Also es ist genauso sicher wie bei jedem anderen in Deutschland zugelassenen Impfstoff. Ja, in dem Zusammenhang habe ich mich schon oft gefragt, wie viele, und das geht jetzt an euch, an Sie, liebe Zuhörer und Zuschauer, wie viele haben sich vorher jemals gefragt, was ist in dem Impfstoff drin, wenn ich auf Tropenreise gehe und kriege Gelbfieberimpfung oder irgendwelche anderen Sachen? Wer hat sich da schon mal gefragt und damit auseinandergesetzt, was da wirklich drin ist? Nur mal so als Nebenbemerkung. Aber jetzt zu einer anderen Frage, nämlich ist dieser Wirkstoff oder vielmehr dieser Impfstoff von AstraZeneca wirklich ein Impfstoff zweiter Wahl oder warum gibt es da keine Zulassung für ältere Menschen? Alle Impfstoffe, die wir hier in Deutschland zugelassen haben, sind gute Impfstoffe. Und was man sagen kann, was die Firma AstraZeneca betrifft, das ist ja ein bisschen ein deutsches Phänomen. In England zum Beispiel ist es so gewesen, dass es ja den amerikanisch-deutsch produzierten Impfstoff Pfizer-BioNTech gab und gibt und dass da eher so die Geisteshaltung war, wir wollen doch lieber auf den in England produzierten und in England entwickelten Impfstoff warten. Also da ist das eher der Impfstoff, der favorisiert wird. Der ist hier in der Presse ja ein bisschen ungünstig weggekommen zunächst, das muss man schon sagen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so passiert? Der AstraZeneca-Impfstoff ist ja gemeinsam mit der Universität Oxford gemeinsam entwickelt worden. Und natürlich ist das in einer Universität, wo viel publiziert wird, auch also nachvollziehbar, dass da eben auch häppchenweise publiziert wird. Und genauso ist das auch passiert. Also man hat nach und nach die Daten publiziert und wenn man das nur in akademischen Kreisen diskutiert hätte, dann hätte man gesagt, oh okay, das sind interessante Daten, da müssen wir erst nochmal weitere Studien abwarten. Und hier ist es aber so gewesen, dass das natürlich dann im Vergleich zu dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff, der in einer großen Studie einmal publiziert hat, dann einfach nicht so gut aussah. Und wenn man sich aber jetzt die Daten die im weiteren Verlauf rausgekommen sind zu dem Astra-Impfstoff anguckt, dann sieht man, dass der deutlich aufholt zum Pfizer-BioNTech-Impfstoff. Und zwar ist es zum Beispiel so, das hat man zunächst nicht so gewusst, dass die Immunantwort nach, wenn man den Astra-Impfstoff nach einer längeren Zeitspanne gibt, also erst nach 12 Wochen und nicht schon früher, dass dann die Immunantwort wesentlich besser aussieht. Also dass die dann auch über 80% kommt. Und das liegt vor allem daran, dass bei dieser Art von Impfstoffen, also bei den Vektorimpfstoffen, dass man da weiß, dass es zu einer T-Zellreifung kommt, also zu einer Reifung des Immunsystems, was je länger die Zeit dauert, dann immer besser anspricht auf das Virus, was einen dann möglicherweise befällt. Außerdem muss man sagen, die Impfstoffe sind auch nicht gegeneinander getestet worden. Also es ist eben nicht so, dass die beide ins Rennen gegangen sind und der eine hat dann 95% Wirksamkeit gehabt und der andere 75%, sondern es ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Am Ende geht es ja darum, schützt mich der Impfstoff wirklich gut vor schwerer Erkrankung und Tod? Und das tun beide Impfstoffe gegen das Virus, was hier im Moment im Umlauf ist und auch die britische Variante und bei den anderen beiden Varianten, der brasilianischen und südafrikanischen, da wissen wir bei beiden Impfstoffen noch nicht so genau, was mit der Impfung, wie das mit der Impfung aussieht. Aber bei den aktuell hier zirkulierenden Virusvarianten schützen beide hervorragend vor schwerer Erkrankung und vor Tod. Und wenn man jetzt nochmal weiterguckt mit den anderen Virusvarianten, auch da weiß man noch nicht ganz genau, ob die Impfstoffe gut wirken. Aber es gibt auch keine richtig guten Hinweise, dass sie nicht wirken. Weil alle Versuche, die man bisher damit gemacht hat, sind nur im Reagenzglas sozusagen gewesen. Und da kann man eigentlich nur sich Antikörper angucken. Und es gibt aber auch noch eine ganz wichtige Immunzelle, nämlich die oder Immunzellenreihe, nämlich die T-Zellen. Und das sind im Grunde die, die entscheiden, wird es jetzt hier eine schwere Erkrankung oder eine leichte Erkrankung. Von daher kann man darüber noch gar nicht so viel sagen. Also nochmal, der AstraZeneca-Impfstoff und auch der Pfizer-BioNTech-Impfstoff, beide Impfstoffe wirken ganz hervorragend gegen schwere Erkrankungen und gegen Tod. Und das ist ja letztendlich das, was uns interessiert an den Impfstoffen. Der AstraZeneca-Impfstoff ist ja nicht zugelassen für Leute über 65.
Das hat aber nichts mit einer damit zu tun, dass der da nicht wirkt, sondern dass wir da einfach nicht ausreichend Daten zu haben. Und die werden auch weiter gesammelt und es kann durchaus sein, dass er dann dazu auch noch eine Zulassung bekommt. Aber im Moment gibt es einfach die Daten dafür noch nicht. Jetzt zu einem anderen Punkt. Also man kann da sicherlich sagen, die Mediendarstellung hat sicherlich nicht zum Erhellen, sondern eher zur Verwirrung beigetragen. Das finde ich ein bisschen schade, weil am Ende geht es ja darum, dieses Ziel Beendung der Pandemie zu erreichen. Und da hat das sicherlich ein bisschen Unruhe, überflüssige Unruhe gestiftet. Aber jetzt zum Praktischen, jetzt habe ich mich entschieden, geimpft zu werden. Und dann taucht auf einmal das ganz Persönliche auf, nämlich wie sind generell Nebenwirkungen und können Allergiker geimpft werden? Die Impfstoffe führen zu einer deutlichen, aber immer noch normalen Immunreaktion. Also wie kann die aussehen? Zum Beispiel Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Unwohlsein. Alle diese Dinge können bei den Impfstoffen vorkommen, und zwar bei beiden, oder bei allen dreien, die wir im Moment haben. Weil das ist im Grunde ein Hinweis darauf, dass der Impfstoff wirklich gut intramuskulär gespritzt wurde, weil nur da wirkt er vernünftig, und dass man auch ein funktionierendes Immunsystem hat. Und da muss man sich dann vorstellen, dass der Körper gerade ganz viele kleine Spike-Proteine baut und die Immunantwort dagegen im vollen Gange ist. Und was man also noch dazu sagen kann, ist, dass bei AstraZeneca diese Impfreaktion bei der ersten Impfung deutlicher ist, und beim Pfizer-BioNTech ist es üblicherweise in der zweiten Impfung eine deutliche Immunreaktion. Aber grundsätzlich ist das also tatsächlich noch im normalen Verlauf und müsste so nach 2 Tagen ungefähr abgeklungen sein. Auch Allergiker können mit beiden Impfstoffen geimpft werden, grundsätzlich. Es gibt da ja Berichte darüber, dass es zu allergischen Reaktionen gekommen ist, aber das war bisher nur in Fällen, wo Leute wirklich schwere Allergien hatten, also auch schon so ein Adrenalin-Pen mit hatten und wirklich so zu schweren lebensbedrohlichen Allergien im Vorfeld gekommen ist. Und es ist eben nicht so, wie wenn man eine Pollenallergie hat und dass man dann Allergiker ist und dann nicht geimpft werden kann, oder eine Haselnussallergie oder sowas. Trotzdem werden natürlich alle 15 Minuten nachbeobachtet, alle Leute, die geimpft werden, und üblicherweise so, dass man dann auch noch eingreifen könnte, sollte irgendwas passieren. Aber das hat sich nicht so weiter bestätigt, wie man zunächst mal in den ersten paar Tagen, als geimpft wurde, gedacht hat, oder wo es eben mehrere Fälle gab. Und das hat sich aber nicht so fortgesetzt. Also Allergiker können den Impfstoff problemlos kriegen. Wenn es eben eine ganz schwere Allergie ist, dann muss man nochmal drüber nachdenken. Aber auch da gibt es dann Möglichkeiten. Ich höre schon, ich habe keine Nebenwirkungen gehabt nach der Impfung oder so gut wie nichts. Also bin ich schon entweder alt oder mein Immunsystem ist nicht mehr ganz so aktiv. Aber das ist ein anderes Thema. Wir hören ja oft von Langzeitfolgen nach der Covid-19-Erkrankung, diesem sogenannten Long-Covid, wie das jetzt von den Medizinern genannt wird. Gibt es sowas auch als Langzeitimpfschaden? Dazu muss man einmal vielleicht über die Begrifflichkeiten sprechen. Also es könnte natürlich sein, dass es einen Impfschaden gibt, der nur einmal bei 100.000 Geimpften vorkommt und der deswegen nicht aufgefallen wäre in den Zulassungsstudien. Also in den Zulassungsstudien für die drei in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sind insgesamt ungefähr 75.000 Menschen geimpft worden, und es gab keinen einzigen Corona-Toten. Also das ist ja erstmal die ganz großartige Nachricht dabei. Und die Impfnebenwirkungen waren auch so, wie gerade schon beschrieben, also wie sie zu erwarten waren. Aber natürlich wäre es theoretisch möglich, dass es eben einen Impfschaden gibt, der nicht aufgefallen wäre in dieser Zulassungsstudie. Dann wäre der aber erstens relativ selten und er wäre möglicherweise jetzt auch aufgefallen, weil mittlerweile sind ja über 1 Million Menschen geimpft worden damit, und die Impfstoffe werden ja auch noch die Daten werden noch nacherfasst in dieser Phase 4. Das heißt, wenn da noch was auftauchen würde an Impfproblematik, dann würde es darüber Berichte geben. Das Paul-Ehrlich-Institut, was ja in Deutschland die Impfungen überprüft, geht sogar so weit und sagt, dass es keine Langzeitschäden bei Impfungen grundsätzlich gibt. Also es gibt grundsätzlich keine Langzeitschäden bei Impfungen. Und auch da muss man nochmal genau auf die Begrifflichkeit gucken. Denn zum Beispiel bei der Pockenimpfung war es so, dass es gelegentlich zu einer Enzephalitis, also zu einer Gehirnentzündung nach der Pockenimpfung kam. Und
Das ist natürlich ein Langzeitschaden, weil eine Enzephalitis nun mal Langzeitbeeinträchtigung macht. Aber diese Enzephalitis ist 2 Wochen nach der Impfung oder tritt üblicherweise 2 Wochen nach der Impfung auf. Das heißt, es ist schon ein Langzeitschaden, aber es ist einer, der frühzeitig nach der Impfung auftritt. Und auch das haben wir hier bei den Coronavirus-Impfstoffen, sowas haben wir nicht gesehen. Zum Abschluss, ganz plakativ, gibt es überhaupt einen Grund, sich nicht impfen zu lassen? Außer wenn es medizinische Gründe gibt, die dagegen sprechen, sehe ich im Moment keinen Grund, sich nicht mit einem der in Deutschland zugelassenen Impfstoffe zu impfen. Die Nebenwirkungen sind überschaubar und wie gesagt, in den Zulassungsstudien mit 75.000 Probanden gab es keinen einzigen Corona-bedingten Todesfall. Und das ist schon eine großartige Leistung für Impfstoffe. Also das ist wirklich eine tolle Sache, weil am Ende geht es darum, also möglichst nicht schwer zu erkranken und nicht an der Erkrankung zu sterben. Man muss sich eben überlegen, ob man eher Teil der Lösung oder eher Teil des Problems sein möchte. Weil was bringt uns hier aus dieser Pandemie raus? Das eine, das ist das, was wir im Moment haben, deutliche Kontaktreduktion, also so eine Art Lockdown. Das nächste wäre als Option, sich eben selber zu infizieren, mit dem Risiko, schwer zu erkranken oder Langzeitfolgen zu haben oder sogar daran zu sterben. Oder eben die Impfung. Und dann ist, meine ich, die Entscheidung nicht so schwer, sich für die Impfung zu entscheiden. Zumindest würde ich jedem dazu raten, sich mit einem der aktuell zugelassenen Impfstoffe zu impfen, sobald er die Chance dazu kriegt. Ja, Jana, vielen Dank für die Beantwortung. Ich sehe das auch so, dass die Impfung wirklich die Lösung ist. Und gerade dieser Spruch, will ich Teil des Problems oder Teil der Lösung sein, das sollten wir uns zu Herzen nehmen, wenn wir uns mit dem Thema Impfung auseinandersetzen. Ich finde es im Moment nicht so groß entscheidend, ob jetzt überall wirklich ganz wichtige oder ganz unwichtige Leute geimpft wurden, sondern viel wichtiger ist, dass nicht ein einziger Impfstoff, der schon zur Verfügung steht, nicht sofort verimpft wird. Und mich erschrecken Zahlen, dass in einzelnen Selbstgesundheitsbereichen doch eine ganze Zahl von Impfterminen ungenutzt bleiben. Also das ist etwas, da möchten wir hier mit diesem Video ein bisschen gegen ankämpfen und gegen anwirken. Und ich hoffe, dass wir Fragen beantworten können. Wenn jemand von den Zuschauern noch Fragen hat, kann er die gerne an uns schicken. Einfach an die E-Mail-Adresse covid@matthias-stiftung.de. Das wird dann an Frau Dr. Schröder oder an mich weitergeleitet. Und wir beantworten dann entweder in einem zweiten Special oder halt schriftlich die Fragen. Wir werden die erstmal sammeln und dann darauf eingehen. Ja, das soll es gewesen sein. An dieser Stelle mit diesem Special, ich würde mich über Kommentare sehr freuen und wer es geschafft hat, bis zum Ende zu schauen, es darf natürlich auch nicht nur geliked, sondern auch geteilt werden. Und bis dahin, ich drücke allen die Daumen, dass sie möglichst schnell einen Impftermin bekommen. In dem Sinne, tschüss und auch viele Grüße nach Münster und danke, Jana. Dankeschön.